Name ist Gabriele Kaiser. Ich bin die Leiterin des Architekturforums Oberösterreich seit nunmehr 8 Monaten. Und zu meiner Rechten steht Franz Koppelstädter, junger Architekt, Gestalter, Absolvent der Kunstuniversität Linz, Meisterklasse Kneiger. Oder vielleicht magst du dich selber vorstellen. Nein, das war wunderbar, danke. Eigentlich absurd, dass so ein großes Verkehrsbauwerk wie dieses von so gigantischen Ausmaßen sozusagen keine Adresse in der Stadt ist. Und man könnte sich nicht einmal hier verabreden. Also man kann sagen, treffen wir uns am Kreisverkehr. Aber wir haben uns eben vorgenommen, aus diesem Unort eine Adresse zu machen. Das war eigentlich so der Grundgedanke, wobei eben die Besucherinnen durchaus ihrer Fantasie freien Lauf lassen konnten, hier Fantasienamen zu vergeben. Ja, wir haben mehrere kleine Interventionen gemacht. Wir haben unter anderem den Triumphbogen, den Arc de Triomphe aufgestellt, mit natürlich nicht alleine, sondern mit 3 ausgezeichneten Helfern. Wir haben eine Luftballonaktion gestartet. Jeder konnte dort ein kleines Kärtchen ausfüllen und per Luftpost einen Wunschvorschlag für den Platznamen wegschicken. Es gibt ja Beispiele von anderen Städten, wo eben, ob gute oder schlechte Maßnahmen im Stadtraum einfach von der Bevölkerung vereinnahmt werden und die dann Kosenamen bekommen. Zum Beispiel gibt es in Wien auch so ein Verkehrsrondo, das nach dem damaligen Politiker Jonas Reindl benannt wird im Volksmund. Aber für diese Baulichkeit gibt es nicht einmal einen Volksmund und da wollten wir uns sozusagen ironisch beteiligen. Insgesamt glaube ich ja, dass sich hinter diesem Festivalcharakter trotzdem auch ein kritisches Potenzial verbirgt, weil sozusagen die Aufmerksamkeit breiterer Schichten auf einen Punkt zu legen, der eben problematisch ist, das kann eben auch über solche Ereignisse wie dieses hier passieren. Thank you.